Gestern habe ich nun die Termine festgelegt und Mitte November geht's los mit der Ausbildung. Und auch gestern habe ich eine E-Mail bekommen, ein Testimonial von einer wirklich, wirklich liebenswerten Frau, die ich kennengelernt habe im Coaching. Und sie schreibt, ich lese euch die E-Mail, ist bombenlang, ich lese euch nur einen Teil vor. Hinter mir liegt eine bewegte Zeit und das Coaching mit dir klingt immer noch nach. Ich merke, wie ich immer mehr die Schildkröte werde. Dank deiner Aufgabe, mich mit meinen Werten zu beschäftigen, bin ich sehr klar in meinem Tun. Was bedeutet das? Was haben die sieben Räume der Führung mit der Schildkröte zu tun? Was meint sie damit? Und ich habe euch das vorgelesen, weil mir einfach mit dieser E-Mail auch nochmal klar wurde, ich darf nochmal darum werben, dass ihr kommt zur Ausbildung. Denn diese Wertigkeit, wirklich mehr Lust auf dich selber zu bekommen, dich selbst besser kennenzulernen, die ist so einzigartig. Und ja, ich möchte sagen, auch wenn ich die Ausbildung kreiert habe, weil ich gegen den Glaubenssatz ankämpfe, dass ich das nicht sagen darf, dass mir das nicht zusteht, natürlich. Also, und mit diesem Testimonial möchte ich das unterstreichen. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ich habe schon ganz, ganz viel positive Rückmeldungen bekommen, dass sich was bewegt. Die Schildkröte ist die autonome Führungsperson. Du führst dich selbst, du führst andere, du bist in einer Gemeinschaft verbunden und du kannst selbst entscheiden, du fühlst dich selbst in deiner Selbstwirksamkeit, wie du das tust. Ob du das so tust nach so einem Bild von Autorität oder neuer Autorität, ja, also mehr in der Präsenz und in der Verbindung, das ist die neue Autorität. Die alte Autorität ist eher so aus dem Eltern-Ich, appellierend, ja, vielleicht auch laut, vielleicht auch, wie wir eben Bilder in uns haben, wie wir selbst Autoritäten erlebt haben. Oder ob du es authentisch tust, also so, dass du dich im ersten Schritt näher kennenlernst und schaust, wie möchte ich denn führen? Wie passt das zu mir? Wie fühlt sich das gut an? Und du wirst in der Ausbildung wahnsinnig viele Anregungen bekommen. Du wirst wahnsinnig viele Beispiele bekommen in jedem Führungsraum. Und ich gehe mal in einen rein, vielleicht in die Leidenschaft. Das ist der zweite Raum der Führung. Du weißt, dass es ein ganzheitliches Konzept ist, ein ganzheitliches System, das praktisch in 360 Grad den ganzen Körper, das ganze Sein beleuchtet. Und ich gehe gerne mit diesem Bild der Villa Kunterbunt. Ja, mit sieben Räumen, die hohe Fenster haben, hohe Decken, wo Licht und Luft flutet, wo ganz viel Raum für Entwicklung ist, wo ganz viel Raum für Gestaltung ist. Und du bist dieser Führungsraum, aber auch deine Aufgabe ist es. Und es geht, also in dem Bild der Schildkröte darum, die Schildkröte, gerade die grüne Meeresschildkröte, die nutzt Gelegenheiten, die macht sich's leicht. Es sieht von außen so aus, als würde sie gar nichts tun, aber sie ist unglaublich schnell in ihrem Strudel des Wassers unterwegs, weil sie nutzt die Synergien. Sie nutzt die Gelegenheiten und lässt sich praktisch vom Wasser tragen. Und da entsteht doch eine Leichtigkeit, die einfach cool ist. Wenn ich mir überlege, wie kann ich meine Persönlichkeit, das, wie ich eh bin, nutzen, um gut zu führen, nicht dagegen anzukämpfen, ja, sondern es zu nutzen. Und das war im Testimonial, in dem Text, das ich gelesen habe, den ich dir vorgelesen habe, ja, spürbar. Ich gewinne Klarheit. Ich gewinne Ausrichtung. Es wird tief, aber auch leicht. Es wird intensiv, aber auch klar. Und das ist das, was die Ausbildung dir bieten will, was die Ausbildung dir bieten wird. Und ja, lass uns mal reingehen in den Raum der Leidenschaft. Die Leidenschaft, wenn die genau richtig ausgebildet ist, dann springt der Funke über. Ja, dann spürst du, dass das, was ich jetzt sage, wenn mir es gelingt, dich zu aktivieren im Raum der Leidenschaft, dass das was mit dir zu tun hat, dass es dich berührt, dass es dich bewegt, dass es eine Veränderung, dass es ein, ja, du fühlst dich irgendwie gerufen, du fühlst dich irgendwie in Resonanz versetzt. Ja, der Begriff Resonanz kommt ja von der Gitarre, die klingt und eine andere Gitarre ins Schwingen bringt.
kommt auch von den Spiegelneuronen. Wenn wir in Beziehung sind, in Verbindung sind, dann aktivieren wir uns gegenseitig. Und das ist mir total wichtig, dass wir, die wir als Erwachsene ja oft schon so ein bisschen den Kontakt zu unserer Leidenschaft verloren haben, schauen, wie können wir den wieder wie eine Ritze in der Tür finden und dann die Tür immer weiter aufmachen, sodass es sprüht. Und der Raum der Leidenschaft, der ist unterrepräsentiert, wenn es blass wird, visionslos wird, wenn der Esprit fehlt, wenn eben diese Verbindung nicht erreicht wird, wenn man irgendwie abarbeitet. Ja, so To-Do-Listen abarbeiten sind der Feind der Leidenschaft. Ja, na klar, machen wir das auch mal. Ich mache das auch. Und es ist aber wichtig, sich immer wieder leidenschaftliche und leidenschaftaktivierende Momente im Leben zu suchen. Und das machen wir in der Ausbildung. Und es gibt auch ein zu viel an Leidenschaft. Vielleicht kennst du das, wenn so ganz viel Funken und ganz viel, tolle Visionen ersponnen werden, es aber eher so ein Strohfeuer ist, das schnell abbrennt und nicht auf die Straße kommt. Und dafür steht die Leidenschaft für mich nicht. Und deshalb braucht sie nämlich noch eine kleine Schwester. Das ist der dritte Führungsraum der Selbstkontrolle, die Selbstkontrolle. Und ich möchte jetzt gar nicht weiter reingehen, weil genau das ist ja das, was wir in der Ausbildung machen. Aber vielleicht nimmst du einen kleinen Punkt mit. Überleg dir doch heute mal, wo du leidenschaftliche Momente erlebst, denn die sind so wichtig, die tragen dich nämlich über die stressigen Momente, über die, ja, wo du wirklich die To-Do-Liste abarbeitest oder wo du einfach auch Aufgaben hinter dich bringen musst, weil man sie halt mal machen muss, ja, aber sie verbinden dich wieder mit dem, was dir leicht fällt, mit dem, was deine Stärke ist und sie bringen Menschen hinter einer Sache zusammen und es ist so schön und es ist nicht nur schön, sondern es schüttet auch Oxytocin, unser Glückshormon, aus. Und wenn du mir jetzt so zuhörst und mal in dich reinspürst, spürst du vielleicht, wie das Oxytocin am Wirken ist. Ich fühle, wie es in mir fließt. Und das ist was, was nicht im Kopf nur zu begreifen ist, weil vielleicht guckst du dir das an und denkst, ach, das ist ja ganz nett, aber ich habe keine Zeit, ich habe keinen Raum. Es ist gerade jetzt im Moment ganz, ganz ungünstig. Und dann sage ich dir, doch. Du hast Zeit, du hast Raum, weil du brauchst diese Verbindung. Es ist ein Grundbedürfnis. Und du brauchst diese Reflexion, weil die uns unglaublich viel Energie gibt. Und eigentlich, selbst wenn, neulich hatte ich zu einer Interessentin gesagt, in dem Moment, wo du dich nur angemeldet hast, wird schon was anders sein. In dem Moment gehst du nämlich schon für dich und schiebst die anderen Dinge weg und sagst, ja, der Alltag fordert mich und ja, ich mache es genau deshalb, weil mein Alltag so voll ist und weil ich gar nicht weiß, wie ich es machen soll, weil ich, und ich erlebe es immer wieder, dass ich ein, zwei Leute auch in der Ausbildung habe, die relativ wenig dabei sind. Jetzt in den Gruppentreffen und so weiter. Es ist aber gar nicht schlimm, weil jeder nach seinem besten Können, ich bin ja da total in der Plus-Plus, in der Ich bin okay, du bist okay Haltung und ich bin vor allem in der Haltung, dass du dann dich anmelden solltest für die Ausbildung, wenn du merkst, dass es jetzt gerade bitzelt, dass es dich irgendwie ruft, dass in deinem Bauch so ein Gefühl ist, das könnte was mit mir zu tun haben. Und bitte mach's dann gleich, damit nicht der Alltag wieder dazwischen kommt und du denkst, ach, aber wie viel Zeit und was es kostet und was und meine Familie. Und das ist jetzt wieder aus dem Kopf gesprochen und dieses Bitzeln, dieses Spüren, dass es deins ist, das ist das Ganzheitliche und das ist die leise Stimme der Intuition. Und mir hat gestern eine Schulleiterin gesagt, dass sie das im Coaching so interessant. Ich habe sie gar nicht gefragt, sie hat das von sich aus so erzählt, dass sie das mit das Wichtigste für sie im Coaching findet, dass sie sich in ihrer Intuition, in ihrem Bauchgefühl nicht nur gestärkt, sondern auch bestätigt fühlt. Also dass dieses zu gucken, wo haben wir falsche Vertratungen und haben tatsächlich irgendwelche blinden Flecken und zu gucken, wo ist unsere Intuition aber da und die ist sowas von da und die ist sowas von cool und die müssen wir eigentlich nur, die müssen wir nur zuhören und dann sind wir schon die Schildkröte und sind eine autonome Führungsperson und was in unseren Rucksack gepackt wird, das entscheiden wir selbst. Wir sind nämlich in der Selbstbefähigung, ja, und nicht im Opfer.
und nicht im Drama. Deine Sandra, melde dich bei mir, ich bin da, ich höre dir zu, ich erkläre dir alles nochmal, ich beantworte dir deine Fragen. Also wirklich, es ist mein Herzensprojekt, diese Ausbildung. Es ist mein Herzensprojekt. Und ich freue mich so sehr und es sind schon einige Herzensmenschen angemeldet und es ist noch Luft für dich. Es ist noch ein Platz da für dich, deine Sandra.